Das ist der Buggy. Der kommt jetzt gerade von Löffelstadt rübergefahren. Top, Mann. Eigentlich ist es ja der Erlöser. Eigentlich ist es ja der Erlöser. So, jetzt. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Wir waren jetzt wieder längere Zeit mit unseren Motorrädern unterwegs und haben etliche Fragen auf unseren Posts bekommen. Welche Maschinen habt ihr da gefahren? Was habt ihr umgebaut? Was ist da modifiziert worden? Damit ich das nicht jedem Einzelnen erklären muss und alles aufführen muss, haben wir gedacht, machen wir einfach mal ein Video draus und sagen ein paar Kleinigkeiten über unsere KTM 690 Enduros. So, wir stehen vor einer 690 Enduro. Wir haben beide Maschinen aus den Baujahren 2015, 2016 genommen. Warum? Damit wir mit den Ersatzteilen kompatibel sind und nur ein was mitführen müssen. Ersatzteile, wer die Tour verfolgt hat, wir haben so eine kleine Werkstatttour gemacht. Das ist nicht schlecht, man lernt immer wieder nette Leute kennen und es wird einem geholfen. Zum Motorrad selbst. Die Basis ist die KTM 690 Enduro, meine 2015, die Andrea, und die Else vom Jörg ist die 2016er. Motor haben wir schon offen gehabt, hat jetzt 28.000 Kilometer für Touren drauf. Meiner müsste so bei 32.000 sein, Tacho geht schon länger nichts mehr. Kolben haben wir geändert, der Kolben ist von der Verdichtung etwas reduziert, weil uns der erste Kolben auf der Russland-Tour damals kaputt gegangen ist. Deshalb haben wir deswegen abgespeckt. Sonst ist der Motor an sich original. Kupplung ein bisschen modifiziert und den Oberon sieht man leider nicht darunter. Den Oberon Kupplungsnehmerzylinder ganz leicht daran zu erkennen, dass es schwarz eloxiert ist und nicht wie der Original Magura aus Aluminium. Ja, das war der Motor. Fahrwerkstechnisch haben wir vorne eine Motorrosgabel von White Power mit den 305 mm Federweg. Rollen tun die Motorräder auf Hahnwheels-Felgen, die laut ihrer Werbung auch 30% stärker sind als das Original. Bremse, Braking-Scheibe schwimmen gelagert mit dem Original, mit der Original-Bremszange von KTM. Hinten haben wir den vollen Federweg wie eine Rallye-Maschine. Hinten ist ein Tractive-Federbein aus den Niederlanden drin, die quasi uns ermöglicht, den vollen Federweg, also unten liegt die Schwinge fast an, auszunutzen. Zum Motor. Unter unserer Sitzbank von Seat Concept, die wesentlich bequemer ist, haben wir Power Cell Performance Airfilter. Die sind recht laut, ist auch teilweise störend, aber der Punkt ist relativ hoch. Die Filter sind groß und vertragen unheimlich viel Dreck. Also da sind wir sehr zufrieden mit, haben wir eine Russland-Tour gehabt. Natürlich wäre es schöner, wenn es ein bisschen leiser wäre, aber man muss halt irgendeinen Tod sterben. In dem Fall haben wir uns an diese Geräusche ein bisschen gewöhnt. Haben halt das Schöne, dass man die Schaumstofffilter so weit zusammenfallen kann, kann die mitnehmen. Wir haben 10 Stück dabei gehabt, um die sauber zu wechseln. Warum 10 Stück? Weil wir so scheiß viele Kilometer gemacht haben und es echt wirklich staubig am Anfang war. Ja, das Tower hatten wir schon bei der letzten Tour drauf. Von MasTec. Hat diesen Urlaub nicht mehr überlebt. Mussten wir unterwegs dann reparieren. Hat aber bis zuletzt gehalten. Beim Jörg war es wegen lockerer, dürfen wir uns was überlegen für die nächste Tour. Es ist die Beleuchtung vom Rade drin. Ich mach die mal an und du hältst mal mit der Kamera drauf. Also das, muss ich ehrlich sagen, das nenne ich Licht. Wer uns da übersieht, der passt im Straßenverkehr nicht auf. Thank you.
zur Abgasanlage. Ist ein Remus-Dämpfer verbaut. Warum den Remus-Dämpfer? Wir haben halt geschaut, damals für die Russland-Tour mit Blei, das war alles nicht das Wahre, haben wir den Katalysator rausgebaut, haben diese Remus-Sport-Schalldämpferanlage aufgesetzt. Somit kannst du halt ohne Katalysator draußen rumfahren. Dann kalt. Wir waren ja im Norden, in Skandinavien unterwegs. Und damit wir nicht frieren, haben wir hier so einen kleinen Schalter montiert und haben diese Cool Ride. Was hier sei? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Help me. Ja. Diese Cool Ride Heizgriffe drin. Das sind Kartuschen, die werden von außen angeklebt. Da kann man auch später auch so Handschüsse dran festmachen. Die machen so heiß, dass es Blasen gibt. Richtig geil. Wie haben wir es mit dem Sprit gemacht? Wer sich diese Tatwang anschaut, da gibt es Etappen, da sind mal 350 Kilometer keine Tankstellen vorhanden. Nachdem wir die Probleme gehabt haben mit unserem Perfect Fairings, haben wir jetzt die Safari Tanks drauf. A9 Liter mit einem Anschluss zum Originaltank, der liegt da. Geniales Konzept. Ganz große Einfüllstutzen. Macht also viel mehr Spaß, die zu betanken, als den Originaltank. Ist echt genial. Wenn jetzt die Jungs noch eine gescheite Aufnahme hätten für den Tower, dann wäre es Premium. Da müssen wir noch ein bisschen basteln, weil das wollten wir auf jeden Fall erhalten, diesen Windschutz. Da hinten sitzt man sicher. Das nimmt dann unheimlich den Druck von der Brust ab. Was noch ein geniales Feature ist, ist unser Handyhaltegerät. Schön sanft gelagert, sicher, lässt sich abschließen. Handy rein, zu, ist immer alles in der Sicht. Und hier haben wir geladen und der Jörg hatte ja eins mit Induktivladegerät, wo aber nicht ausreichend belädt. Also ist schon besser über den Stecker, wobei ich meine, öfters mal sauber machen muss. Hier haben wir eine USB-Steckdose und das alles wird über ein PDM60, das sitzt hier unterm Tower, wird alles versorgt. Von da hinten sieht man eine Schnittstelle und damit regeln wir unseren ganzen Strom. Kurz warten. Und bitte. So, was mir jetzt gleich noch einfällt, weil ich so schön da vorne stehe. Absolut geiles Feature. Double Take Mirror, Spiegel, komplett zerlegbar. Haben jetzt die 30.000 drauf, Abnutzung sieht man deutlich. Also nichts hält ewig. Aber bei jedem Umfaller bleiben die ganz, schieben sich nach innen und wenn sie stören, klappen wir sie einfach nach innen. Ich habe auch die Kamera mal Zeit, was sie drauf fest gehabt. Ist ein geniales System. Was aus unserem eigenen Haus kommt auch und gut ist, ist, fange ich mit dieser Gepäckträger-Einheit an. Die gefräste Einheit für unsere 1000 Fußlasten. Da können wir die ganze Last auffangen und unterstützen unseren Tank noch, damit diese Last, die wir da aufgesattelt haben, nicht komplett auf den eingeklebten Büchsen im Tank hängt. War Mats Konstruktion, das zu machen mit einem stabilen Bremshebel. Und ganz wichtig ist das für die längere Fahrzeit, dass du einen sicheren Stand hast. Stahl lässt sich schweißen und reparieren. Und weil wir da hinten sind, haben wir unser Gepäcksystem von Enduristan, das eine Aufgabe super macht. Leicht zu öffnen, sauber dicht und fast wirklich unheimlich viel. Da sieht man die ganzen Luftfilter, die noch übrig sind. Das ist eine Tasche nur rein mit Werkzeug und Ersatzteilen. Die ich aber auch wahrscheinlich genauso groß bei meiner BMW gebraucht hätte. Ja, ganz neu im Boot bei uns. Die Firma SICK. Mit ihren Premium-Aluminiumflaschen. Wir haben die Bottle Holder von Endurastan benutzt. Da war massig drauf gestanden. Das ist optimal, die kennt jeder, ne? Also ist einfach ein geiles Gimmick. Nach der Tour schmeißt es halt weg, wenn sie im Arsch sind. Wir haben uns immer 5 Liter Ballons gekauft mit Wasser und haben die so trocken jetzt, ne? Wie es so viel geregnet hat, ging das viel besser. Und haben die dann einfach befüllt.
Fläschchen dran. Hier haben sie eine genial große, die man dann auch wunderbar aus dem Ballon befüllen konnte. Finde ich geil, hat immer noch Wasser von Skandinavien drin. Ich denke, das Konzept geht gut auf. Klar, an jeder Maschine geht was kaputt. Auch hier, und wir haben uns ja geholfen, wir sind ja durchgekommen. Jetzt wisst ihr einiges über die Maschinen. Ich habe noch den Motorschutz vergessen, sehe ich gerade so schön. Den haben wir richtig stabil gemacht. Das war aber die Indikation damals, weil sie auf der Palette auf dem Motorschutz gelegen waren und sind so nach Ulaanbaatar gekommen. Ja, ich finde, wer jetzt noch Fragen hat, soll es halt unter das Video stellen. Ich denke, es geht so alles auf. Schaut euch jetzt einfach mal unseren Trip an.